Und damit herzlich willkommen zum Rückblick. Schenkelklopfer. Ja. Die Siedler, Hiebe für Diebe. Das Siedler 4 war noch nicht fertig und man musste irgendwas rausbringen, wo Siedler drauf stand und dann hat man Hiebe für Diebe gebracht. Es gibt kein Aufbausystem im Grunde und auch keine Warenkreisel, sondern du musst eigentlich nur Diebe hauen. Tsch, tsch, tsch. Das ist was Blödes. Und die haben das verkauft für 10 Mark. Nein, 20 Mark. 10 Richtig, 20 Euro. Mark. 10 Euro. Ja. Also 30 Mark. Da gab es diese Legende, dass es angeblich während der Entwicklung gemacht. Aber ich glaube, das ist einfach nur, um auf den Moorhuhnzug aufzuspringen. Man muss nur Leute klatschen. Was ist das für ein Spiel? Ja, ist wie bei Moorhuhn. Da kann ja Call of Duty spielen. Ich wusste, dass du das sagst. Es war mir so klar, dass du das sagst. Ist halt auch so. Hiebe für Diebe haben sie heute immer noch, das heißt aber jetzt der Ubisoft Game Launcher. Das zeigt, das haben wir nur deswegen drin, um zu zeigen, was für ein schlechter Monat das war. Ja, das war's wohl. Kann ich was Despektierliches über dieses Spiel sagen? Mach mal. Das ist Real Mist und für mich war das immer schon Real Mist. Christian, ich muss dir gestehen, Mist hat mich schon immer genervt. Ich mochte es noch nie, ich fand es immer schon doof. Real Mist genauso. Erst recht. Ja. Ich habe damals, als das Original rausgekommen ist, das war 7 Jahre davor, das war ja die 3D-Umsetzung, habe ich Mist in einem Tag durchgespielt zu Hause. Ich war krank. Hatte nichts sonst zu tun und habe mich da hingesetzt morgens und war abends durch. Alter. Mist war zu dem Zeitpunkt 8 Jahre alt und es war schon die zweite Neuauflage. Im Jahr davor gab es die Masterpiece Edition und das Stimmt. war jetzt die 3D-Neuauflage. Also es war halt die Auflage des Original-Mist, nur diesmal halt tatsächlich in 3D. Nur selbst das hat mir nicht geholfen, die Übersicht irgendwie aufrecht. Also ich habe immer die Orientierung verloren in diesen Mist-Spielen. Allein deswegen waren die irgendwie nie was für mich. Sehr bizarr. Ich fand, dadurch, dass es 3D war, war es ein bisschen schwieriger, sich in dieser dezent bescheuerten Welt zurechtzufinden. Man sieht es hier, weil es so dunkel ist, dynamische Tag-Nacht-Wechsel waren drin und Wetter. Ich dachte, der Monitor wäre falsch eingestellt. Ja, das wahrscheinlich auch. Das soll aber grafisch ganz schön cool gewesen sein damals. Man erkennt es jetzt vielleicht hier nicht unbedingt. Und wenn du mich heute fragst, was es da für Rätsel drin gab, dann werde ich mich an wahrscheinlich nichts mehr erinnern können. Ja, hier da, das Fernglas drehen. Ah klar, jetzt wo du es sagst. Na also, haben wir es schon. Übrigens war das eine etwas ausgebaute Variante oder Neuauflage vom Original Myst. Da gab es nämlich noch eine Insel mehr. Auf der nichts los ist. Aber warum haben sie es zweimal remade, dieses Spiel? Weil es zu dem Zeitpunkt das meistverkaufte Spiel der Welt war. Gnadenlos erfolgreich. Erst im Jahr darauf, die Sims, dann haben sie es abgelöst. Für mich waren das schon immer Wimmelbildspiele. Und das sind es immer noch. Und da ist es in 3D. Und es hatte, wen überrascht ist, einen immensen Hardware-Hunger. Also 3D-Engine in Myst hat jeglichen PC, den es damals gab, in die Knie gezogen. Das heißt, das wäre theoretisch flüssiges 3D-Laufen gewesen, war dann aber doch Standbild. Das ist super. Stupid Invaders basiert auf einer französischen Fernsehserie. Les Zinzins de l'Espace. Außerirdische kommen auf die Erde, Invaders eben, und landen bei einer Familie und müssen dann sich irgendwie halt durchkämpfen auf der Erde. Das sieht so aus wie ein Thema, worüber Pixar heute Filme machen würde. Leute, die blöd gucken. 2 Stunden lang, Animationsfilm, bumm, fertig, Kino, Blockbuster hin. Gunnar hat es getestet, hat es sogar verstanden angeblich. Wie gesagt, bei den Rätseln muss man nicht so arg viel denken. Eben. Ah, okay. Aber Gunnar fand das ganz gut, das Spiel damals. Er hat ja auch eine vergleichsweise milde Wertung gegeben, weil er sagte, das sei so witzig.
war es auch, wenn man auf die Art von Humor steht. Naja, halt so Slapstick und die sterben, ja, mein, die ganze, du fasst irgendwas an und dann bist du tot. Und dass in der Szene in die Kloschüssel eine große Rolle spielt, sollte uns eigentlich schon alles über Gunnars Humor verständlich sagen. Die Figuren sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gelungen. Mhm. Die Rätsel so mittel. Ja, Maja, man spielt ja sowas nicht wegen der Rätsel, sondern wegen des Humors. War das wirklich witzig oder gucken die nur so doof? Das war ziemlich witzig. Wäre eigentlich eine super Idee gewesen mit unterschiedlichen Aliens und dergleichen. Das Blöde war nur, die waren halt alle gleich. Da gab es keine Spezialfähigkeiten, nicht wie man denken würde. Der Dicke kann halt besonders Sachen rumhauen und der Dünne passt überall durch. Nichts von all dem. Ja, so wie bei uns beiden. So wie bei uns, genau. Ja. Du haust immer die Sachen runter, ich passe überall durch. Ja, die Entwickler von dem Spiel haben noch genau ein anderes Spiel gemacht. Und wie hieß das? Kena. Und wer hat's gespielt? Kena. So. Ja. Ein Adventure eigentlich eher für Kinder, muss man fast sagen, von einem spanischen Entwicklerstudio. Französisch. Französisch, nee. Die waren Franzosen. Ich dachte, das waren Spanier. Nee, es waren Franzosen. Wirklich. War auch ein Spiel für Ubisoft. Ja, in der Tat. Ja. Stupid Invaders. Es gab da in diesem Spiel ellenlange Dialoge und man konnte sie nicht abbrechen. Du hattest mehrere Dialogoptionen und du musstest sie im Grunde alle durchklicken, um weiterzukommen. Abbrechen ging nicht. Und Man darf halt nicht vergessen, das war damals so das dunkle Zeitalter der Adventures und tatsächlich war im Jahr 2001 das mit das wichtigste Adventure des Jahres. Ja, dieses Spiel, es gab halt nichts. Du machst das sehr gut. Jede neue Attraktion, die du baust, lockt weitere Besucher in deinen Park. Another Theme Park. Theme Park, nicht Team Park. Team Park wäre wieder was anderes. Das habe ich so gern gespielt, als es das noch in 2D gab. Und die 3D-Dinger, die sind komplett an mir vorbeigegangen. Das hast du getestet. Genau. Ja. Und es war ganz schön langweilig. Ja, das sind drei Spiele auf einmal, nämlich Theme Park World, Theme Park Inc. und SimCoaster. Das waren nämlich die Titel in unterschiedlichen Ländern, in Deutschland, England und Amerika. Ja, Theme Park Manager war im Grunde ein Add-on zum Vollpreis. Also kein echtes Add-on, aber auch keine echte Fortsetzung, sondern im Grunde das alte Theme Park leicht ausgebaut in derselben alten Grafik-Engine zum Vollpreis. Es war tatsächlich einfach ein besseres Add-on. Es gab halt drei neue Levels für diesen Theme Park World. Im Grunde sind es drei neue Welten, irgendwie Jules Verne und Wüste und Eiswelt. Und das war's dann. Es war ein Sequel zu Theme Park World und hat nichts Neues gebracht und die Engine war genauso scheiße. Ganz lustig bei der 3D-Variante. Man konnte ja auch Achterbahnen selber bauen und dann selber reinsitzen. Ich habe dann immer die haarsträubendsten Konstruktionen dahingestellt, meine Schwester vor den Rechner gesetzt und dann auf Play gedrückt, bis es ihr richtig schlecht geworden ist. Na, eine Neuerung hat es schon gebracht. Man konnte jetzt mehrere Parks gleichzeitig haben. Mhm. In drei Welten. Ja, mei. Wer es braucht. Drei Parks in drei Welten. Und es hatte noch zwei Neuerungen, nämlich es gab einen Achterbahn-Editor, einen eigenen, und die Besucher, also die kleinen Kinder, die in den Park haben, konnten jetzt auch Großeltern haben. Das ist ja die Hammer-Neuerung. Ich will Kinder, Pommes. Die Großeltern haben. Pommes! Man muss halt das Übliche machen. Glückliche Gäste, Finger aufstellen, nicht zu wild, Preise richtig einstellen, alles gut. Das Einzige, was sich spielerisch getan hat, deswegen auch der Name Manager, es ist ein kleines bisschen komplexer geworden. Du hast im Hintergrund ein bisschen mehr arbeiten müssen, was allerdings auch nicht so ganz richtig funktioniert hat, weil die Balance so ein bisschen in die Hose gegangen ist. Die Aufgaben, die du da gestellt bekommen hast, die waren entweder viel zu einfach oder viel zu schwer. Du hattest, wenn ich mich recht erinnere, so eine Weltkarte und du konntest verschiedene Themeparks da aufbauen, konntest auch hin und her wechseln zwischen denen und zu den anderen zurückkehren und sowas. Also es hatte so ein bisschen Globalmanagement. Ja, aber die hatten im Grunde nichts miteinander zu tun, außer dass du halt eine gemeinsame Kasse hattest. Aber konnte man immer noch so viel Salz in die Pommes kippen, dass sie bezahlen? Ich sag ja, viel zu einfach. Man konnte auch alle Fahrgeschäfte wieder in 3D fahren. Mm. Und dabei gab es Werbeeinblendungen. Das hatte eine Solo-Kamera und du konntest durch den Theme Park laufen selber, in der Ego-Perspektive. Aber dann war quer unten drüber war dick eingeblendet Theme Park Manager. So dass du quasi ein Viertel von dem Bildschirm war verdeckt durch diesen Schriftzug. Also du konntest nicht mal irgendwie ein cooles Video machen damit, weil es war halt einfach immer dieser Schriftzug. Und noch schlimmer, sie hatten HP. HP irgendwas. Ja, genau. Wegen der Kamera natürlich. Weil, ja. Ja, also das ist totaler Blödsinn. Was ist das für ein grüner Fisch? Blauer Fisch meine ich natürlich da unten in der Ecke.
Das ist wahrscheinlich der Hilfsfisch. Der Tippsfisch. Der Tippfisch? Der Tippfisch. Ah, ich kenne nur Clipfisch. Ich auch. Ich habe mir dann jetzt gerade noch mal den Test durchgelesen von damals und habe gemerkt, ich habe da die gleichen Phrasen benutzt wie jahrelang bei jeder Wirtschaftssimulation mit Vergnügungsparks. Die jetzt rausstreichst. Ja, genau. Spaßverwalter und Gaudiwurm für Achterbahn und so. Und genauso generisch wie dieser Test, ich gebe es ehrlich zu, war das Spiel. Ja, ja, eben. Das hatte also, da war Übereinstimmung von Text und Spiel. Theme Park, thank you. Goodbye. Dem schließe ich mich an.